Wie genau entsteht eigentlich Hitze? Stellen Sie sich das so vor. Das Sonnenlicht besteht aus drei verschiedenen Strahlenbündeln. Dem sichtbaren Licht, das ist das, was mich im Sommer blendet. Der UV-Strahlung, das ist das, was mich im Sommer schön braun macht. Und dem Infrarotlicht. Das Infrarotlicht geht durch die Fensterscheibe durch und trifft im Rauminneren auf Oberflächen. Dort wird sie in Wärmeenergie umgewandelt. Der größte Fehler ist, dass die Fenster im Sommer geschlossen werden und die Hitze nicht mehr ausweichen kann. Und so entsteht der Treibhauseffekt. Was sind die Alternativen? Jalousien und Vorhänge speichern die Wärmeenergie und geben trotzdem die Hitze ins Rauminnere ab. Hier die Übersicht aller Folien im Vergleich zu einer unfolierten Fläche. Die 3M Prestige-Serie gibt es in 4 verschiedenen Ausführungen. Die Prestige 90 Exterior ist absolut transparent und wirksam. Die Prestige 20 Exterior ist getönt und am effektivsten in der Hitzerückweisung. Man kann sagen, je transparenter die Folie, desto mehr Tageslicht bleibt erhalten. Je dunkler die Folie, desto effektiver ist sie in der Hitzerückweisung. Um den Effekt der Hitzeschutzfolie sichtbar zu machen, habe ich ein kleines Experiment vorbereitet. Hierfür benutze ich 2 identische Infrarotlampen, die auf die Glasscheiben strahlen. Um die Schutzwirkung der Hitzeschutzfolie zu demonstrieren, benutze ich dieses Messgerät. Dieses Messgerät kann die Energie in Watt pro Quadratmeter aufzeigen. Bei unserem Test kommt durch die unfolierte Einfachverglasung ca. 1100 Watt pro Quadratmeter Sonnenenergie hindurch. Bei der 3M Prestige 90 Exterior sind es nur noch 170. Somit kann bis zu 85% der Energie abgewiesen werden. Die Prestige 70 Exterior lässt nur noch 120 Watt durch und schirmt somit bis zu 88% ab. Bei der Prestige 40 Exterior kommen nur noch 97 Watt hindurch. Somit weist sie bis zu 91% der Energie ab. Und die stärkste Folie, die Prestige 20 Exterior, lässt nur noch 79 Watt durch und schirmt bis zu 93% der Sonnenenergie ab. In der Übersicht sehen wir nun, wie effektiv die Prestige-Serie ist. In unserem Versuch haben wir eine Infrarotlampe vor die Glasscheibe gestellt und dahinter eine schwarze Fläche platziert. Nun können wir die unterschiedliche Aufheizung der Oberfläche mit einer Wärmebildkamera sichtbar machen.